Was ist das, was ist da drauf gezeigt? Nase. Ja, die Nase. Nase. Hat der Karim auch eine Nase? Ja. Doch, du bist mit dem Du hast auch eine Nase. Das ist ein bisschen witzig, ne? Ja. Das ist toll. Sie benötigen, wie gesagt, zwei und drei der Übungsblätter. Das sind die hier. Das ist Nummer zwei. Passt die Hand und die Nase zusammen? Nein! Was macht man mit der Zahnbürste und dem Zahnpasta? Wafa, ich erzähle es nochmal auf Arabisch. الورقتك هي هذيك الأسبوع zu Hause, في البيت. Der Rucksack funktioniert so, dass ich mich mit den Eltern einmal in der Woche in der Kita treffe. Wir haben ein Thema zum Beispiel haben wir und das gehen wir dann durch. Wir arbeiten Materialien durch und da gibt es Aktivitäten. Ich gebe Tipps und Anregungen, die die Eltern zu Hause umsetzen können mit den Kindern. Auch in der Muttersprache, wie Sie wünschen, also wie es Ihnen leichter fällt, machen Sie das. Parallel bespreche ich es dann mit meiner Ansprechpartnerin, das ist die Erzieherin dann der Kinder, die vom Rucksack auch teilnehmen. Das macht dann die Erzieherin hier in der deutschen Sprache. Das Bein, das ist nämlich komplett, ein komplettes Bein. Ne? Komplettes Bein. Was macht man denn mit den Augen? Gucken. Ja, dann sehen wir mit den Augen. Ja. Was machen wir mit den Ohren? Hören. Also für die Parallelisierung ist das nämlich so, die Eltern kommen her, nehmen ihr Material mit nach Hause, arbeiten das nochmal mit den Kindern und dann gibt es so bestimmte Stichwörter, die ich dann halt da rausnehme und dann setzen wir uns hier mit den Kindern hin und sprechen darüber, machen Spiele darüber und setzen das halt spielerisch um, ohne dass es den Kindern eigentlich bewusst ist, dass sie das irgendwie schon hatten. Und wenn, dann sagen sie, oh, das habe ich ja schon mal gehört. Das ist das, was sie eigentlich zu Hause hatten. Und dann setzen wir das halt nochmal um. Zu Hause haben sie es in der Muttersprache und hier wird es dann nochmal auf Deutsch nochmal wiederholt. Das erklärt die anderen Sachen. Stimmt. Ja. Stimmt. Manche Kinder malen wirklich nur zwei Augen, Nase und Mund. Das Ziel dahinter ist natürlich auf jeden Fall, die Sprache zu stärken. Auf jeden Fall. Und das dahinter steckt, ist, dass die Kinder das dann schon auch kennen, was zu Hause die Mutter dann mit denen macht oder der Vater. Dass die Kinder wissen, aha, das kennen wir ja schon von der Kita, dann machen wir das mit der Mama auch. Halt dann in der Muttersprache. Dann werden beide Sprachen gleichzeitig gestärkt. Ne? In der Kita die deutsche Sprache und zu Hause dann die Muttersprache. Dann decke ich einmal auf der Mund. Der Mund? Oh, der Mund, passt das zusammen? Ja! Die Zusammenarbeit mit den Kita und Eltern vereinfacht das. Man kann Hand in Hand arbeiten und die Eltern sind die Experten der Kinder, der eigenen Kinder und daran kann man anknüpfen und daran weiterarbeiten. Was zeichnet der Junge, ein Lied dazu singen? Was zeichnet der Ja, das ist mir sehr wichtig, dass mein Kind beide Sprachen, weil wir wohnen ja hier, wir leben ja hier in Deutschland und meine Eltern zum Beispiel sind ja nicht so richtig gut in Deutsch, also ist es mir wichtig, dass mein Kind schon mit mir Arabisch redet. Deswegen, von daher ist es wirklich beide wichtig. Es ist auch gut, dass man in vielen Sprachen also dabei ist. Ja, im Kindergarten sind auch voll viele oder in den Schulen überall. Jeder hat seine Sprache. Es ist schön, wenn man andere kennenlernt. Das ist auch gut für die Schule, für später, also wenn die zur Schule kommen. Alle Eltern sind dankbar, weil oft besteht die Verunsicherung, welche Sprache rede ich mit meinem Kind? In der Schule ist dann nur Deutsch. Soll ich jetzt zu Hause auch nur Deutsch? Aber ich fühle mich damit nicht selbstbewusst. Aber mir ist die Bildung meines Kindes wichtig. Da merken wir ganz klar, dass die Eltern auch erleichtert sind. Dass die Elternbegleiterin sagt, nein, sprich die Sprache, in der du dich wohlfühlst. Ich bin das Beispiel dafür. Ich bin so groß geworden. Ich habe zu Hause auch nur mit meinen Eltern Arabisch gesprochen, in der Schule Deutsch, in der Kita halt. Und dann hat sich das so aufgebaut, dass ich dann beide Sprachen sehr gut beherrsche. Und ich finde auch, dass man die Muttersprache fördern sollte. Definitiv, weil ich bin der Meinung, wenn man die Muttersprache sehr gut beherrscht, beherrscht man auch dann eine Zweitsprache sehr gut. Fast! Oder? Guck mal.
Was hast du jetzt auf? Ein Finger. Ja. Mehrsprachigkeit ist total wichtig für die Kinder. Also sie können von Anfang an sofort zwei Sprachen lernen und können dann das genauso verwenden wie ihre eigene Familiensprache. Und das fördert total viel die Kompetenzen. Und sie schaffen dann auch einfach, die Kulturen besser zu verstehen und entwickeln ein ganz anderes Gespür dafür. Und ich denke nicht, dass die deutsche Sprache dadurch gefährdet ist, sondern sie viel weiter ausgebreitet werden kann. Ich glaube, ich kenne das schon von der Schule. Und wir haben es damals auch zur Schulzeit gemacht. Wir haben das auch zu Hause gemacht. Kärtchen, wo die ganzen Körperglieder. Unsere Elternbegleiterin schafft es auch, mit uns zusammen die Bindung zu den Kindern viel mehr zu verinnerlichen und wir, dass wir die Kinder auch mehr reinnehmen können in unser Konzept. Und die Elternbegleitung schafft es auch, dass die Eltern sich viel mehr öffnen, sodass wir auch in Kontakt treten können mit den Eltern. Die Wünsche der Eltern zum Beispiel rüberbringen. Vielleicht es gibt Eltern, die trauen sich halt nicht, die Leitung anzusprechen oder die Erzieherin, dann machen sie es mir halt. Ich bin eine Brücke zwischen dem Erzieher und den Eltern. Ich übermittle dann auf eine andere Art und Weise die Wünsche und die Anregungen der Eltern und wiederum dann, was die Erzieher und die Leitung von den Eltern möchte. Man ist, sage ich mal, wie eine kleine Familie. Wenn ich zum Beispiel nicht weiter kann, dann frage ich manchmal sogar Rania, kann sie mir weiterhelfen, egal was oder wie. Und ja, die anderen geben dir manchmal so einen kleinen Tipp, aber für dich ist das schon sehr viel. Also die Arbeit der Elternbegleiterin oder der Brückenbauerin zwischen Kita und Eltern kommt eine ganz fundamentale Rolle zu. Das, denke ich, ist vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie ja, aus der Nachbarschaft stammt, selbst Mutter ist und mehrere Sprachen spricht. Bei jedem Gruppentreffen, das wir machen, wir lernen voneinander. Wir sprechen über andere Sachen, auch was nicht mit dem Rucksack zu tun hat. Das stärkt die Eltern. Man tauscht sich aus, man lernt, man weiß, wie man, was für Erziehungsmöglichkeiten es gibt, was der Rucksack eigentlich alles bietet. Und das ist eigentlich die Stärke. Ich war zuerst auch Rucksackmutter hier in der Kita, wo ich jetzt gerade das Elternprogramm durchführe. Die Erzieherin meiner Kinder, die ehemalige Erzieherin meiner Kinder, hat mich darauf angesprochen, ob ich es gerne machen würde. Und da war halt die Überlegung, soll ich das machen? Ich habe Kinder, kann ich jetzt arbeiten gehen oder nicht? Habe mich entschlossen, es doch dann zu tun. Und das war eigentlich kein Fehler. Also ich bereue es kein bisschen. Ich habe als Elternbegleiterin angefangen und es hat für mich so einen Klick hat's bei mir irgendwie gemacht. Da dachte ich, okay, ich habe ja eigentlich in der Krankenpflege früher gearbeitet und doch mal in die Krankenpflege mit drei Kindern wäre für mich sowieso ein bisschen schlecht. Schichtarbeit konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und es hat mir so einen Weg gezeigt, doch eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen. Was ja eigentlich auch ein Wunsch von mir war, so habe ich halt als einfacher gehabt, da reinzukommen. Es hat mich selbstständig gemacht. Ich bin stärker geworden als Frau auch, als Mutter. Ich kann meinen Kindern was bieten, was zeigen und definitiv auch den ersten Schritt ins Berufsleben gemacht und habe jetzt momentan meine Erzieherausbildung habe ich jetzt angefangen und ich bin dank dem Rucksack wirklich allem, was aus mir geworden ist. Und ich hoffe auch, dass die anderen Mütter das auch sehen und wertschätzen, dass sie das auch, dass diesen Schritt auch noch gehen werden. Wir haben gemerkt, dass es total gut funktioniert, dass die Kinder dadurch auch viel besser ankommen. Wir haben an unseren Festen gemerkt, dass die Eltern viel lieber zu uns auch kommen und uns sehen und teilhaben wollen und auch was mitmachen. Und das ist ein total schönes Ereignis. Also wir leben ja mittlerweile in einem Deutschland, wo ganz viele Kinder mit mehreren Sprachen groß werden, schon in der Familie. Und spätestens, wenn sie die Kita besuchen, und mittlerweile ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass mehrsprachiges Lernen überhaupt kein Problem ist für Kinder, insbesondere im Rucksackalter. Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Hörst du nicht die Glocke? Ding-dang-dong, ding-dang-dong. Tembel-chuk-chuk, tembel-chuk-chuk, are you sleeping? Are you sleeping? Dormez-vous? Dormez-vous? Wir wissen ja jetzt sowieso aus verschiedenen Studien, dass Familie der wichtigste Lernort ist für Kinder. Und daher beziehen wir natürlich bei Rucksack diesen wichtigen Lernort in der Entwicklung der Kinder noch mal viel aktiver ein. Das heißt, die Ressource Familie mit ihrer Familiensprache, aber auch mit der Kultur und allem, was dort passiert, wird als ein wichtiger Beitrag für die Bildung und Erziehung der Kinder anerkannt, aber auch in den Vordergrund gestellt. Oft denken Eltern ja, sie können gar nicht so viel dazu beitragen, insbesondere wenn sie vielleicht die deutsche Sprache nicht so gut können. Und das bricht Rucksack auf und sagt, ihr seid der wichtige Bildungsort und nur wir zusammen können die Bildung der Kinder
gut unterstützen? Also erstmal kann man sagen, dass wir die erste Förderung des Programms in unserem Bezirk 2006 ermöglicht haben. Und ich glaube, das lag daran, dass man damals schon erkannte, welche Bedeutung eben der Erstspracherwerb hat, also der Erwerb der Muttersprache. Und unser Bezirk ist sehr divers. Ein Drittel aller Menschen, die hier in unserem Bezirk leben, haben einen Migrationshintergrund. Und das heißt, dass wir von Anfang an geguckt haben, wo finden wir Programme, die einerseits den Erstspracherwerb unterstützen und andererseits aber auch gucken, wie können wir die Bildungsinstitutionen nochmal anders mitnehmen, indem wir eben auch versuchen, die Eltern frühzeitig zu erreichen und eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in den Institutionen anzuregen. Und der Rucksack bietet beides. Der Rucksack bietet eben die Unterstützung des Spracherwerbs, die Unterstützung im Erwerb der Familiensprache, aber eben auch die Elternpartizipation und unterstützt halt die Zusammenarbeit von Fachkräften und Eltern. Und das war uns bei dem Programm besonders wichtig. Die Einrichtungen, die den Rucksack lange und erfolgreich durchführen, geben Rückmeldung, dass sich insgesamt die Kommunikation zwischen Familien und den Pädagoginnen stark verbessert hat, dass alle mehr sprechen. Also wir haben auch einen Kita-Leiter, der immer gesagt hat, es ist kein Sprachbildungsprogramm, es ist ein Sprechprogramm. Wir reden auf einmal wieder alle viel mehr miteinander. Aus den Erfahrungen mit Rucksack Kita kann man sagen, dass nicht nur Effekte auf der Ebene der Kinder und Familien zu verzeichnen sind, sondern dass sich auch ganze Institutionen weiterentwickeln. Also Kindertageseinrichtungen, die Rucksack-Kita durchführen, entwickeln sich auch weiter. Da ist das Thema Migration oder Herkunft der Familien und auch die unterschiedlichen Familiensprachen ist auf einmal ein Thema des Teams. Und es gibt auch angestoßen durch Rucksack-Kita dort den Wunsch, sich weiterhin zu öffnen. Diese Diversitätsorientierung ist einfach auch wichtig, einerseits, weil wir diese Vielfalt bereits in den Bildungsinstitutionen haben. Und wir uns darauf einstellen müssen. Zum anderen wird die Mehrsprachigkeit einfach auch eine Ressource darstellt, weil Arbeits- und Lebensort sind heutzutage eigentlich nicht mehr identisch. Und Kinder, die heute groß werden, werden sich in mehreren Jahren in anderen Lebensperspektiven wiederfinden, wo Mehrsprachigkeit einfach eine riesengroße Ressource ist. Und andererseits diversitätsorientiert bedeutet ja auch immer, dass Kulturen miteinander in den Dialog gehen. Und das hat für mich auch einen hochgradigen Anteil von Demokratiebildung und Demokratieförderung. Grüßen. Ja. Greifen. Augen. Augen.